Eva Mendes, seltene Worte über Anfängerliebe zu Ryan Gosling. Eva Mendes, 49, teilt auf Instagram einzelne Aufnahmen mit ihren FollowerInnen, die während des Filmdrehs von The Place Beyond the Pines entstanden waren. Am Set des Krimi-Dramas lernte sie ihren heutigen Partner Ryan Gosling, 42, kennen und lieben. Nach mehr als 10 Jahren sind beide immer noch schwer verliebt, haben mittlerweile 2 Töchter. Im Beitrag auf Instagram erinnert sich die Schauspielerin an die Anfänge ihrer Beziehung und schreibt: Meine Freundin hat mir die gerade geschickt, um mir mitzuteilen, dass es 10 Jahre her ist, dass dieser Film herauskam, und markiert die entsprechende Person dazu. Fast nostalgisch klingend ergänzt die 49-Jährige: Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Damit bietet sie ungewöhnlich viel Einsicht in ihre Beziehung und zeigt auf, wie lang diese mit dem Barbie-Darsteller schon hält sowie worauf die beiden seither zurückblicken. Auch die Fans der Schauspielerin freuen sich in den Kommentaren über den Beitrag und schreiben: Ihr wart doch schon damals verliebt, oder wir brauchen wieder mehr von euch. Anführungszeichen. Nach ersten Liebesgerüchten feierten Schauspielerin Elle Fanning, 24, und Handmaid-Tale-Star Max Minghella, 37, im Jahr 2019 bei der legendären Met Gala in New York ihr Pärchendebüt auf dem Red Carpet. Die Hollywood-Stars hatten sich 2018 am Set ihres gemeinsamen Films Teen Spirit kennengelernt. Nun ist alles aus und vorbei. Im Interview mit der britischen Ausgabe von Harper's Bazaar bestätigt die Schwester von Dakota Fanning, 29, jetzt, dass sie Single sei, erklärt: Aber ich bin eine hoffnungslose Romantikerin. Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Nennen mich verrückt, aber ich glaube an diese Dinge. Ich fühle, dass es mein Schicksal ist. Anführungszeichen. Elle hoffe trotz allem, eines Tages Mutter zu werden. Minghella wurde wenige Wochen vor dem bestätigten Liebesaus bereits mit einer neuen Frau an seiner Seite in Los Feliz, einem Stadtteil von Los Angeles, gesichtet. Ob sie lediglich eine gute Freundin ist oder mehr, ist bisher nicht bekannt. Sind sie ein Paar oder nicht? Die Gerüchteküche um Emily Ratajkowski, 31, und Harry Styles, 29, brodelt gewaltig. Zuletzt war ein Video aufgetaucht, auf dem die beiden beim Knutschen auf offener Straße zu sehen sind. Ebenso schnell kamen allerdings Spekulationen in Umlauf, bei der Frau handle es sich gar nicht um das Model. Nun bestätigt die Mutter eines Sohnes allerdings selbst, dass sie derzeit jemanden datet und nicht mehr Single ist. Im Podcast Going Mental schwärmt sie schon Anfang März von einem Mann, den sie kennengelernt hat: Ich habe gerade angefangen, jemanden zu daten, den ich sehr mag und der sehr anders ist. Ich dachte mir schnell, er ist irgendwie toll. Ob sie damit Harry Styles meint? Fakt ist, der Sänger würde zur Beschreibung sehr anders passen. Weiter erklärt Emily in dem Podcast, dass sie einen Partner brauche, der sehr unabhängig ist. Auch das würde auf den 29-Jährigen zutreffen. Ich hoffe, dass ich mit jemandem, der auch ein eigenes Leben hat, nicht die Probleme bekomme, die ich zuvor hatte, so Emily. Ganz verliebt begutachtet Paris Hilton, 42, ihr 3 Monate altes Baby, umschließt es sanft mit ihren Armen und drückt es behutsam an sich. Phoenix Baron Hilton Rome kam per Leihmutter zur Welt. Das bestätigte das It Girl gegenüber dem US-Magazin People. Erst als ihr Kind eine Woche alt war, verriet Paris ihrer Familie vom Babyglück. Sie wollte die wertvolle Anfangszeit ungestört genießen, erklärte Hilton in ihrem Podcast This is Paris. Am 23. Februar teilte sie sein zartes Gesicht dann erstmals mit der ganzen Welt auf Instagram. Knapp anderthalb Monate später sieht Paris Hiltons Söhnchen bereits ganz anders aus, wie die neuen Aufnahmen der mehrteiligen Bildergalerie zeigen. Für sie und Ehemann Carter Röhm, 42, ist es das erste Kind. Das Paar feierte im November 2021 eine ausladende Luxushochzeit in Bel Air.
Die Kleinen werden so schnell groß, diese Gedanken dürften derzeit auch Alex Rodriguez 47 durch den Kopf gehen. Denn seine Tochter Natascha, 18, beginnt schon bald mit ihrem Studium. Auf seinem Instagram-Kanal feiert der Ex-Partner von Jennifer Lopez, 53, den neuen Lebensabschnitt seiner Ältesten. Doch bringt zum Ausdruck, wie emotional dieser Schritt sei. Ich kann nicht glauben, dass sie bald ihren Abschluss macht und aufs College geht. Ich fühle alles auf einmal, schreibt der ehemalige Baseballspieler zu einem gemeinsamen Foto, auf dem sie in einem Meer aus Luftballons liegen. Auch Natascha verkündet ihre Zukunftspläne in den sozialen Medien. Ich fühle mich sehr geehrt und bin stolz darauf, dass ich mein künstlerisches und akademisches Studium an der University of Michigan mit einem BFA, Bachelor of Fine Arts, Anmerkung der Redaktion, in Musiktheater fortsetzen werde, verrät die 18-Jährige auf ihrem Profil. Den Beitrag kommentiert Arod mit den Worten: Ich bin so stolz auf dich, Tashi. Auch wenn ihm der Abschied von Natascha schwer fallen dürfte, freut er sich für seine Älteste. Vielleicht beruhigt es ihn zudem, dass er sich davon ein paar Jahre erholen kann, bevor es seine jüngste Tochter Ella, 14, ihrer großen Schwester gleich tut. Sie haben News verpasst, die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Harpers.com, UK, Actionpresse, Instagram.com, People.com, Podcast is Paris, Going Mental.